Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens ein Flashmob, da hat das Housekeeping mal gezeigt, wie toll sie tanzen können. Dann zweitens wird das Glücksrad aufgebaut auf einem Schiff, gucken Sie sich das mal an. Und drittens ein fantastischer Ausflug nach Island. Und sag mal, müssen wir wirklich hier draußen drehen? Es regnet, das ist der einzige Platz wahrscheinlich auf unseren Schiffen. Überall schönes Wetter, überall ist schönes Wetter, nur hier in Hamburg heute nicht. Können wir nicht bitte reingehen? Komm. Flashmob ist, wenn plötzlich was passiert, mit dem keiner gerechnet hat. Und genauso ging es unseren Gästen, als AIDA Ma und AIDA Cara sich getroffen haben. Da haben beide Housekeeping-Teams zusammen etwas einstudiert. Ein Flashmob an der Pier. Und haben sich, obwohl es draußen kalt war, mal so richtig warm getanzt. Bitteschön. Heute 16 Uhr Tallinn. Wir haben heute noch was ganz Großes vorbereitet. Housekeeping-Team AIDA Cara meets AIDA Ma. Mein Kollege Fuad Nadafi war an Bord mit den Kollegen von Sony und sie haben da das Glücksrad, einer der erfolgreichsten Gameshows der Welt, installiert. Unsere Gäste sind richtig begeistert, haben richtig Spaß und da fragen sich zu Recht, was hat der Brand damit zu tun? Ich sag Ihnen, ich habe mich darum gekümmert, dass der Ton beim Umdrehen der Buchstaben, dass der richtige ist. Und hier ist er. Hören Sie mal. Bitte schön. Here this evening rehearsing one of Sony's most successful game shows. It's the Wheel of Fortune or Glücksrad. It's going to be the first international version of the show on board a cruise ship. Sie dürfen drehen. Dürfen Sie eigentlich mit fremden Männern sprechen jetzt auf dieser Reise? Ja, klar. Okay. Ist es Ihre Mutter oder seine Mutter? Meine Mama. Ihre Mutter, die verrät nichts. Das ist cool. 50 Punkte, Julia. Ein Devidora bitte. Ein Devidora ist einmal mit dabei. Sehr schön. Unsere Gäste kommen natürlich ins Theatrium und werden an dem Abend nicht das Theatrium so erleben wie immer, sondern sie kommen in ein TV-Studio rein und werden eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Denn Retro ist aktuell Trend und wir steigen natürlich auf den Zug an und wollen das unseren Gästen bieten. Ich gebe noch mal einen Tipp, es handelt sich um Fußball. Oh, oh, oh. Ja, M wie Mark. Heißt Ihr Mann Mark? Ja. Och, wie süß. Ja. Der Kollege heißt Marc, der Mann heißt Marc. Ja. Wenn mal was schief läuft, man kann sich nicht versprechen. Finde ich großartig. Genau. Das Besondere beim Glücksrad ist, dass wir wie bei unseren anderen TV- und Lizenzformaten immer eine Produktionsfirma mit ins Boot geholt haben. In diesem Fall mit Sony Pictures Television. Mit über 4000 produzierten und ausgestrahlten Sendungen im deutschen Fernsehen ist es einfach ein TV-Klassiker. Und diesen TV-Klassiker holen wir jetzt bei uns an Bord. Jetzt allerdings Achtung, Julia! Als wir das Glücksrad das erste Mal hier auf die Bühne gefahren haben, ist für uns aus Produktionssicht natürlich immer ein ganz toller Moment. Denn wir planen vorher viel, wir denken uns viele Sachen aus, aber sehen das Produkt am Ende des Tages hier erst fertig auf der Bühne. Deswegen ist dieser Moment, wo wir alles hochfahren und das erste Mal auf der Bühne sehen, für uns alle immer ein großer Moment. Julia möchte lösen, meine Damen und Herren! Aus der Kategorie Fußball. Mit Freunden ein Bierchen inzwischen. Mit Freunden ein Bierchen inzwischen, sehr schön. Und jetzt kommt da der Ausflug, den ich Ihnen versprochen hatte. Es geht nach Island, da wo die Erde atmet, sagt man. Und Sie fragen sich zu Recht, was hat das mit dem Hut hier und dem Seil zu tun? Ich sag's Ihnen, überhaupt nichts. Viel Spaß. Wir sind jetzt bei den kochenden Schlammquellen. Und wir besuchen auch noch die Lavaformationen und dan fahren wir noch am See entlang. Und auf dem Zurückweg dann besuchen wir de Wasser van de Güter. Dimmeborgje, das Lava-Labyrinth, das ist die jüngere Laxau-Lava, etwa 2000 Jahre alt. Wasser und Feuer hat hier diese Lavaformationen gebildet.
eine wunderbare Landschaft, die ich mir nie so erträumt hätte. Sieht aus wie aus einer anderen Welt. Fantastisch. Man wartet förmlich drauf, dass ein Troll hervorkommt hinter den Lavafels. Ist total schön. Und wir sind jetzt am Wasserfall der Güte. Super. Sehr informativ und sehr schön und abwechslungsreich. Naumaskar, das sind die kochende Schlammquellen. Und die haben zu tun mit der Krafla-Vulkan, die hier unter die Erde liegt. Auf einer Tiefe von 1 Kilometer hat die Erde schon eine Temperatur von 200 Grad. Jetzt habe ich noch eine ganz besondere Verlockung der Woche im August und September mit der AIDA Prima auf der Metropolentour. Ganz, ganz wunderbar auch für Kreuzfahrt-Einsteiger. Gucken Sie sich das mal an. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. In Hamburg regnet es und ist unangenehm kühl. Im Rest der Welt ist es wunderschön und man kann zum Beispiel schwimmen gehen. Hier habe ich für Sie das Surf- oder Schwimmbrett der Woche und hier kommen Sie die Bilder der Woche. Bitte schön. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después, que tengo miedo a perderte.